Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Britisch das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 1525 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Magister Steinhauser, Magister Lorca, Ingenieur Dietrich, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Magister Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen vor. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag sowie vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Da der erwähnte Zusatz- bzw. Abänderungsantrag Verfassungsbestimmungen enthält, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Zahl der Abgeordneten fest. Die Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Magister Steinhauser, Magister Lorca, Ingenieur Dietrich, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Artikel 1 eingebracht. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung über Artikel 2 in der Fassung der Regierungsvorlage. Unter Berücksichtigung des Abänderungsantrags der Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Magister Steinhauser, Magister Lorca, Ingenieur Dietrich, Kolleginnen und Kollegen, ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dafür sind, um ein zustimmendes Zeichen. Das ist die Mehrheit. Und damit angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs. Am Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage unter Berücksichtigung des Abänderungsantrages der Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Magister Steinhauser, Magister Loacker, Ingenieur Dietrich, Kolleginnen und Kollegen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung geben, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist wiederum einstimmig angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Auch das ist einstimmig. Damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen nun noch zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Wöginger, Belakowitsch-Jenewein, Steinhauser, Lorca, Dietrich, Kolleginnen und Kollegen betreffend Heimopfer-Rentengesetz. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig angenommen.